Ja, um Schülerinnen und Schüler in der Zukunft auf ihr Leben und auf ihren Alltag vorzubereiten, wird es notwendig sein, auch in der schulischen Ausbildung die neuen Medien als Kernelement der Ausbildung zu verwenden, um hier den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich in dieser neuen Welt auch wirklich zurechtzufinden. Hier reichen die alten Techniken, die wichtigen Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens allein nicht mehr aus, um sich den Realitäten, die auf sie zukommen, zu stellen und auch mit ihnen umgehen zu können. Ganz massiv. Denn wenn wir daran denken, dass der Einsatz von digitalen Medien zu einer ganz neuen Form des Unterrichts führt, dann müssen wir als Gestalter und Architekten auf diese neuen Bedingungen und Anforderungen reagieren. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler, die mit neuen Medien ausgebildet werden und in neuen Medien ausgebildet werden, dass im Lernen eigentlich nicht mehr das klassische frontale Lernen als Realität in ihrem Leben haben, sondern sie sich aufgrund der Möglichkeiten, die die digitalen Medien bieten, sich im Grunde ihr Wissen selber erarbeiten, allein im Team, in der Zusammenarbeit, nicht nur mit den Schülerinnen und Schülern derselben Klasse, sondern sogar länder- und kontinentübergreifend die Möglichkeiten nutzen können, um hier eigentlich Wissen sich zu erarbeiten und Denkprozesse selber zu steuern und anzuregen, im Gegensatz zum klassischen frontalen Unterricht. Und dementsprechend benötigt eine solche Vorgehensweise und ein solcher Lehrbetrieb auch einen ganz anderen Zugang zur Gestaltung der dieses Lernen umgebenden Räume. Nein, also es fängt eindeutig an, auch in Schulen zu einem wichtigen Thema zu werden. Als Trend würde ich es vielleicht bei uns in Österreich oder auch im deutschsprachigen Raum noch nicht bezeichnen, aber die Möglichkeiten, die sich dementsprechend für Schülerinnen und Schüler bieten, heißt ein selbstständiges Arbeiten. Dabei ist die Tatsache, sich im Schulgebäude oder zu Hause zu befinden, als sekundäres, weil die Kommunikation dennoch auf allen Ebenen stattfinden kann. Eine der interessantesten Ebenen hier ist mal the Virtual Classroom, wo sich Schülerinnen und Schüler aus verschiedensten Nationen, aus verschiedensten Ländern treffen können, um sich in kultureller Ebene, aber auch in schülerisch, lernerisch, wissenschaftlicher Ebene austauschen zu können und hier miteinander zu entwickeln, voneinander zu lernen, miteinander zu kommunizieren. Und das sind natürlich Möglichkeiten, die die Schule bisher in dieser Form nicht bieten konnte. Ja, also das ist genau das, der Bereich, mit dem wir uns auch wissenschaftlich auseinandersetzen. Und dieser Raum als Pädagoge, das ist ja ein Satz aus der dritte Pädagoge, das ist ja ein Satz, den man ja heutzutage nicht mehr verleugnen kann. Also so weit ist diese Erkenntnis auch schon in alle Ebenen der Verwaltung, Organisation, Lehre, Planung von Schulgebäuden durchgedrungen. Und es wird natürlich dementsprechend Rechnung getragen, dass jetzt anstatt nur mehr auf Quadratmeter und Kubaturen Wert zu legen, räumliche Qualitäten in den Mittelpunkt des Interesses auch der Behörden und der Schulinstitutionen rücken. Und wenn wir uns einfach denken, dass wenn wir Seminare zum Beispiel abhalten mit Lehrerinnen und Lehrern und dies in Schulgebäuden tun, dann wird als erstes über
den Raumeindruck ganz informell unter den Lehrern geredet. Das heißt, das Erste, worüber man redet, um einen gemeinsamen Gesprächspunkt zu finden, ist, findet man die Schule hell, geräumig, bedrückend, eng, antiquiert, innovativ etc. Das heißt, wenn schon in solchen Seminaren so viel Wert auf diesen ersten Eindruck, auf diese erste Wahrnehmung gelegt wird, dann kann man ja natürlich sofort erkennen, wie wichtig das dann für einen regulären Lehrbetrieb ist. Wie wichtig das ist, wenn eine Schule als Arbeitsplatz für Lehrer funktioniert und gleichzeitig als Lern- und Lebensraum für Schülerinnen und Schüler funktioniert. Und dementsprechend ist es ein ganz, ganz essentieller Teil, hier diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Und natürlich ändern sich diese Bedürfnisse auch mit dem Alter der Schülerinnen und Schüler, mit denen man es in den verschiedenen Schultypen zu tun hat. Und das wird auch die Herausforderung in der Zukunft sein. Wenn wir das im Grundschulbereich schon sehr, sehr gut im Griff haben, so wird es im Mittelschulbereich und in dem Bereich der AHS und BHS zum Beispiel schon wieder sehr, sehr viel schwerer, mit diesen Dingen umzugehen und hier entsprechende Lernsettings und Lernräume für Teenager und junge Erwachsene in unserer Gesellschaft zu entwickeln. Ja, also das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben alle das Bild, das historische Bild in unserem Kopf, weil wir so aufgewachsen sind. Das ist Tür auf, Lehrer rein, Tür zu. Es passiert 50 Minuten, was will. Dann ist es wieder Tür auf, Lehrer raus, Tür zu. Und jetzt haben aber Kinder und Jugendliche zu verschiedenen Zeiten ganz unterschiedliche Lernbedürfnisse, Lerngeschwindigkeiten, Lernerfahrungen, Lernmethoden. Und ein Lern- und ein Schulraum der Zukunft muss imstande sein, allen diesen verschiedenen Zugängen zum Lernen, zum Erarbeiten Rechnung zu tragen. Das bedeutet auch, dass ein Lehrer wechselt von der Rolle des Wissensvermittlers zu der Rolle des Begleiters, zu der Rolle des Beraters. Und die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, in demselben Raumumfeld, nicht Klassenzimmer, in demselben Raumumfeld, in demselben Bereich, sowohl als Gruppe, als im Teamwork zu arbeiten, selbstständig sich mit der Hilfe auch oft von digitalen Medien gewisses Wissen zu erarbeiten oder auch im Dialog mit Lehrerinnen und Lehrern dann gewisse Fragen zu erörtern und hier dann trotzdem wieder aus einem selbstständigen Verhalten heraus die Möglichkeit entwickeln, hier ihr Wissen in den Bereichen, die für Sie wichtig sind, in den Geschwindigkeiten, die für Sie richtig sind, zu lernen und zu arbeiten. Wenn man es jetzt wirklich auf die digitalen Medien und den Einsatz der digitalen Medien bezieht, kommen wir persönlich zum Beispiel ja aus den Bereichen des informellen Lernens. Also das heißt, meine Expertise kommt aus den Entwicklungen für Ausstellungen, Museen etc. Und dort ist dieser Einsatz der digitalen Medien ja schon gang und gäbe. Das heißt, dieser Wechsel zwischen dem realen Objekt und der virtuellen Welt, dem Eintauchen in die Möglichkeiten, ist hier schon ein State of the Art. Und auch in formellen Lernräumen wird das in der Zukunft stattfinden. Wenn wir heute noch das Interface des iPads oder eines Tablet-PCs haben oder eines Mobiltelefons, dann haben wir in der Zukunft das Interface der Brille, die ja nicht mehr eine virtuelle, rein virtuelle Realität erzeugt, sondern eine Augmented Reality, wie es heißt. Und das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler, wenn ein Lehrer zum Beispiel über Kunstprojekte oder Gemälde, Kunst redet, dann können die Schüler dies direkt an der Wand hängen sehen. Die Mona Lisa hängt dann in der Schulklasse direkt an der Wand für die Schülerinnen und die Schüler in diesem Zeitpunkt. Wenn es um
Funktionen, mathematische Funktionen oder chemische Formeln geht, dann können Sie diese Funktionen direkt im Raum bearbeiten und manipulieren. Sie können ein Atommodell direkt erfahren als dreidimensionales Element, manipulierbares Element im Raum. Und das sind natürlich schon Dinge, die Ihnen den Zugang zu einer Welt des Abstrakten zum Beispiel ganz massiv erleichtern und ermöglichen. Dinge, die für uns noch räumlich und in unserer Wahrnehmung nicht greifbar waren, werden für Schülerinnen und Schüler in der Zukunft ganz selbstverständlich und normal sein dadurch. Wenn ich die Möglichkeit habe, wirklich neue Schulgebäude, wir haben ja nicht diese, immer die Möglichkeit und das Glück, neue Schulgebäude zu entwickeln. Dort sind solche Überlegungen schon ganz massiv in die Planungsprozesse eingegliedert. Die Sache ist die, also wir können natürlich im Einsatz der digitalen Medien nicht immanent sofort alle Schulen umplanen und neu bauen. Aber wir können aufgrund der technologischen Möglichkeiten, die uns diese Erfindungen, diese neuen Entwicklungen bieten, den Schülerinnen und Schülern einfach einen Zugang ermöglichen und Räume schaffen, die gar nicht mehr als rein physische Räume wahrgenommen werden. Das bedeutet, ein Raum kann sich durch das virtuelle Element natürlich sofort enorm erweitern. Und das fängt mit ganz einfachen Dingen an, dass wenn Klassen in Kommunikation eben mit anderen Klassen anderer Länder, anderer Kulturen treten, wird der Klassenraum auf einmal zu einem virtuellen Element. Und natürlich ist es wünschenswert, dass wir in der Zukunft die Möglichkeit haben, Räume dementsprechend vorzubereiten. Aber die Grenzen zwischen dem, was virtuell ist und was real ist, werden in der Zukunft einfach verschwinden, so wie die Grenzen zwischen einem Fotoapparat und einem Telefonapparat heutzutage schon völlig verschwunden sind. In dem Projekt Puls Plus geht es nicht natürlich primär um den Einsatz der digitalen Medien, sie spielen aber eine ganz wichtige Rolle. Puls Plus beschäftigt sich damit, dass solche Schul- und Lernraumentwicklungen in Zukunft als partizipative Prozesse gestaltet werden müssen. Das heißt, das Eintreten in den Gestaltungsprozess einer Schule beginnt schon zu einem Zeitpunkt, wo man sich überlegt, was für eine Schule wollen wir denn in 5 beziehungsweise 10 Jahren sein. Welche Art des Unterrichts wollen wir führen? Welche Bedürfnisse werden die Kinder haben? Welche Bedürfnisse werden die Lehrer haben? Welche Ausbildungen, ganz wichtig, werden die Lehrer haben, um diesen sozusagen Vorstellungen auch gerecht zu werden, etc. Und um hier eigentlich einen ganz neuen Zugang und eine ganz neue Plattform der Entwicklung zu bilden, wurde von uns dieses Projekt Puls Plus als EU-Projekt eingereicht und wurde auch glücklicherweise genehmigt. Und wir bilden Leute aus den verschiedensten Bereichen von Kompetenzen, die mit der Schul- und Lernraumentwicklung zu tun haben, aus, solche Prozesse zu führen, zu begleiten und zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das ist das Kernthema dieses Projektes. Das heißt, es geht nicht darum, ein Modellprojekt zu entwickeln, sondern dieses Wissen, das über Jahre schon erarbeitet worden ist, jetzt in die Breite zu tragen, um die Möglichkeit den Schulen, den Lehrerinnen und Lehrern wie den verschiedenen Schulbehörden in Europa oder im gesamten deutschsprachigen Raum hier eine Plattform und eine Möglichkeit zu bieten, auch die richtigen Entwicklungsschritte und die richtigen Methoden anzuwenden, um eigentlich zu diesem gemeinsamen Ziel zu gelangen. Mhm.
Also die Ausbildung ist in der Entwicklung, das heißt, sie ist aber am Ende ihrer Entwicklung und wird nie aufhören, sich zu entwickeln. Das bedeutet, wir werden im Frühjahr nächsten Jahres den ersten Universitätskurs in diesem Themenbereich anbieten. Aber die Sache ist die, es ist sozusagen das Motto dieses Universitätskurses lautet auch aus der Praxis in die Praxis und bedeutet dementsprechend nicht eben in einem klassischen Lehrekonzept, dass wir hier im Frontalunterricht hier einfach Methoden versuchen zu vermitteln, sondern dass in einem gemeinsamen Erarbeiten, in einem partizipativen Prozess, Erfahrungen der einzelnen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer als Basis gelten dafür, diese Projekte erst in einer virtuellen Ebene und dann natürlich auch für die Realität zu entwickeln. Das heißt, wir implementieren das, was wir predigen, auch direkt in die Art und Weise, wie dann die Lehr-Lern-Entwicklungsprozesse in dem Universitätskurs ablaufen. Den Ursprung dieser Schul- und Lernraumentwicklung hat eigentlich gestartet die Montag-Stiftung in Deutschland mit den Projekten in ihrer Phase 0. Die Montag-Stiftung in Deutschland ist, kann man sagen, so etwas wie eine Parallelorganisation, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten und deren ursprüngliche Ideen wir weiterführen. Das heißt, wenn in der Phase 0 für die Montag-Stiftung wirklich nur diese ersten Schritte, diese erste große Konzeptentwicklung wichtig war, so tragen wir das System weiter bis hin zum fertig gebauten Objekt. Und Beispiele sind inzwischen einige in Europa zu finden, die sowohl auf der Ebene der digitalen Medien, sage ich jetzt mal, Vorreiterrolle spielen und der Einsatz der digitalen Medien Vorreiterrolle spielen, als auch räumlich eigentlich Wege gegangen sind, die unser klassisches Bild von drei Sitzreihen und immer zwei Schülerinnen und Schüler pro Bank eigentlich schon längst überwunden haben. Also wunderschöne Beispiele in Italien ist sicherlich ein ganzer Schulsprengel in Welsberg, dessen Direktor Josef Watschinger seit Jahren hier Pionierarbeit leistet und eigentlich schon sehr viele Dinge, die jetzt eigentlich diskutiert werden, schon vor einigen Jahren vorweggenommen hat, als eines der Beispiele. Ein anderes Beispiel ist, dass ich es nicht falsch sage, zum Beispiel die Alemannenschule in Wutöschingen ist eine Grund- und neue Mittelschule, also führt über 8 Schulstufen und ist zum Beispiel eine Schule, die den Begriff des Klassenzimmers völlig aufgegeben hat, zugunsten von Arbeitsbereichen und eben Lehrer werden nicht mehr als Lehrer, sondern als Begleiter, als Lernbegleiter bezeichnet und Schülerinnen und Schüler nicht mehr als Schülerinnen und Schüler, sondern als Partner. Und es entwickelt sich dadurch eine ganz andere Lernkultur. Und dementsprechend finden wir im deutschsprachigen Raum wirklich jetzt schon Modellschulen, die hier eine wichtige Rolle spielen. Und es ist dieses Jahr jetzt, 2017-18, dass Österreich mit dem Projekt Schule 4.0, auch das österreichische Bildungsministerium, jetzt eigentlich erstmals begonnen hat, auf einer breiten Basis mit ungefähr, 280 Modellschulen hier eigentlich das neue Lernen in den Schulbetrieb zu implementieren und das wirklich von der Ebene der Grundschule an. Also es ist natürlich nicht nur die Schul- und Lernraumentwicklung unheimlich wichtig für diesen Prozess, sondern auch die Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen. Der erste Schritt neben den Schulentwicklungen muss dort getan werden. Es muss den Pädagoginnen und Pädagogen die Möglichkeit gegeben werden, sich hier in diesen Ebenen auch
entsprechend vorzubilden. Im Normalfall ist in den technischen Fähigkeiten sind die Skills der Schülerinnen und Schüler, die Geräte und die neuen Technologien zu verwenden, ja viel höher als die der Lehrenden selber. Im Sinne einer Medienkompetenz wird es aber unheimlich wichtig sein, den jungen Menschen der Zukunft auch einen richtigen Umgang mit diesen Medien natürlich beizubringen. Das heißt, wie setzen Mechanismen des Filterns ein, wenn ich von Begriffen umgeben bin wie alternative Wahrheiten etc. Es wird eine unheimliche Herausforderung sein, in der Zukunft hier Mechanismen und Zugänge zu finden, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, hier im Grunde verantwortungsvoll und auch kompetent mit den Dingen umzugehen.